Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen, liebe Leute. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer weiteren Runde Transport 402 und es ist einfach spektakulär, wie die Flugzeuge hier zwischen diesen beiden Brückenfallern durchfliegen und hier hinten landen. Wahnsinn, oder? Richtig gut. Und die hier kriegen es alle ab. Jawohl, direkt übers Wohnhaus. Ja, sehr schön. Liebe Leute, ich habe gerade hier festgestellt, es gibt hier Stau in Andyville ein bisschen und habe ja gerade schon mal ein kleines bisschen angefangen, das zu verbessern und das machen wir jetzt zusammen weiter, bevor wir uns um Güter und so weiter kümmern. Ja, also hier ist was zu tun. Also das geht natürlich nicht. Und ich habe jetzt alleine schon mal hier die Straßen verbreitert, bis hier drüben hin, in der Hoffnung, dass es hier besser läuft. Es gab eigentlich keinen wirklichen Grund für Stau. Der hat wohl hier angefangen, an dieser Kreuzung. Und die könnte man wohl ein bisschen verbessern, diese Kreuzung. Und das werden wir jetzt machen. Ich habe mir gedacht, wir machen hier eine Abzweigung, die hier auf diese Straße drauf geht. Also wir wollen gucken, dass hier nicht so viele Leute in die Stadt reinfahren. Und wir machen jetzt hier eine Abzweigung, die hier auf diese Straße drauf geht. Diese Straße geht dann durch als Parallelstraße zur Hauptstraße und führt hier auf die Brücke. Das heißt, die darüber wollen, da hinten hin, über die Brücke, die können dann hier gleich schon abbiegen und müssen nicht durch die Stadt fahren. Das wäre schon mal Maßnahme Nummer 1. Das machen wir jetzt auch. Oh, das geht ja sogar ganz gut. Wer hätte das gedacht? Ja, wunderbar. Okay, jetzt haben wir nur eine Spur, die geradeaus geht. Ist es richtig? Zwei gehen geradeaus, okay. Was ist hier los? Stau, ja. Achso, genau. Wo wir das hier schon sehen, ich kann hier nicht verbreitern, weil diese Plattform hier im Weg ist. Und da habe ich mir was Neues gedacht. Wir reißen das Ding mal ab. Und egal, wo man so eine Plattform hinmacht, es gibt ja immer Linksabbieger deswegen. Und wir mögen Linksabbieger nicht so gerne. Deswegen habe ich mir gedacht, die Straßenbahn führen wir hier ab, über eine Brücke hier drüber und dann hier wieder drauf. Wir machen sozusagen ein Looping oder so ein Halbkreis oder sowas, sodass die da von der Straße runter und auf die Straße drauf fahren kann, ohne links abzubiegen. Das ist doch was, oder? Wir gucken mal, ob wir das hinbekommen. Jo, so sieht das Ding aus. Mal gucken, ob das einigermaßen funktioniert. Wir gucken uns eben die Linien an. Die orange Linie ist unsere Straßenbahn. Die fährt jetzt hier einfach drauf, fällt hier an, hier oben drüber. Und ich dachte, ich mache hier nochmal eine Haltestelle hin. Und diese braune Linie hier, das ist die Fernbuslinie, die von da drüben aus Dallas kommt die genau. Die kommt von Dallas und die ist früher auch hier auf diese Plattform draufgefahren. Und ja, die gibt es jetzt nicht mehr. Genau, da habe ich eingestellt, die fährt jetzt hier rechts drauf, fällt hier an, fährt hier und. Oh, da haben wir eine fehlende. Das ist nichts. So, Bushaltestelle. Jetzt besser. Genau, halt hier an und biegt hier rechts ab. Also theoretisch sehr, sehr cool. So, was haben wir jetzt hier noch für ein Elend? An dieser Kreuzung kommt alles zusammen. Das wollen wir natürlich alles nicht haben. Das werden wir jetzt hier entfernen. Hier diese gelbe Linie, die da mitten über die Straße drüber. Ich glaube, es hakt. Das geht natürlich nicht. Ich denke, wir machen hier noch eine Brücke. An dieser Stelle vielleicht. Oder direkt hier oben drüber. Warum nicht? Ich meine, warum nicht? Machen wir doch hier einfach eine Brücke von. Oh Mann. Von hier aus geht's los, da drüber und bis dahin. Das wäre doch was, eventuell. Ja, ich werde es mal versuchen, liebe Leute. Okay, und da sind wir auch schon. Brücken über Brücken. Sieht ganz okay aus, würde ich sagen. Und ich habe auch gleich die Linien alle umgelegt. Oh, Junge. So, gucken wir mal hier drauf. Es gibt keine Linksabbieger mehr. zumindest in diesem Bereich hier nicht. Ich habe hier gerade eben diese blauen LKWs, die jetzt hier fahren. Die bringen Maschinenteile von da oben, von der Maschinenteilfabrik. Und die haben bisher hier angehalten. Die habe ich jetzt gerade hier rausgenommen. Die habe ich jetzt hier rüber geschickt. Zeig dir mal her. Die Maschinenteile liegen alle hier unten. Die sind alle hier und hier verteilt. Und es wäre eigentlich gar nicht unbedingt notwendig, hier zu halten. Deswegen habe ich sie jetzt hier rüber geschickt. Sie fahren über die Brücke, werfen erst ihre Maschinenteile hier raus und fahren dann weiter, werfen die restlichen Maschinenteile hier raus. Und ich glaube, das passt soweit ganz gut. Jetzt, was ist mit denen hier? Die habe ich hier auch über die Brücke geschickt. Das ist eine Transferlinie, die ganzen Sachen, die hier landen, Ziegel und aber auch diese Maschinenteile und sowas, darüber fährt, hier mitten nach Sponsolino rein und dort werden sie abgeholt und zum Flughafen gebracht. Genau, auch die biegt jetzt sich wieder links ab und ich bin gespannt, ob das jetzt hier was helfen wird.
Wird da vielleicht auch ein paar mehr draufsetzen. Rate 225 könnte vielleicht knapp sein. Ich glaube, wir machen aber noch ein paar mehr drauf. Gut. Okay, Stau haben wir immer noch, aber das... Oh, sollte sich eigentlich beheben. Verlaufen, würde ich sagen, denke ich mal. Ja, die müssen erst noch lernen, dass jetzt hier sich alles ein bisschen geändert hat. Genau, wunderbar. Oh, das, das hier gefällt uns natürlich überhaupt nicht. Dass wir jetzt hier links der Wiege haben. Klar, brauchen wir uns eigentlich nicht wundern. Die kommen jetzt hier von der Brücke und denken sich, ah ja, komm, brettern wir hier auf die Straße drauf. Ich sehe schon. Da müssen wir eventuell wohl nochmal ran. Wieder eine Speziallösung. Da ist die Speziallösung, wunderbar. Sieht ein bisschen sperrig aus, vor allem auch, weil die Straße immer breiter und wieder schmäler wird. Aber ich mache das wegen der Lane Mathematics. Also hier kommt eine Straße dazu, also muss hier eine Spur dazu. So habe ich mir das gedacht. Aber eigentlich kann man das hier auch direkt breiter lassen, weil hier ist eine rechtsabbiege Spur. Das wollen wir eigentlich nicht. Mal gucken, ob das noch geht. Ja, ja, da musst du richtig mitrechnen hier in diesem Spiel. Was? Jetzt gehen da zwei nach rechts? Also eine Scheiße. So ein Mist, das darf man nicht sagen. Meine, das wollen wir natürlich eigentlich nicht haben. Was ist denn das? Wieso gehen jetzt zwei nach rechts? Das ist doch eine Frechheit. Da kann er nur eine nach rechts. Gut, das weiß ich auch nicht. So, machen wir das mal so. Okay, und dann hoffentlich funktioniert das jetzt ganz gut. Die können jetzt hier schön drauf und runter fahren hier. Theoretisch müsste das funktionieren, aber hier haben wir wieder so richtige Spezialisten, die einfach mal... Ah ja, oder? Die einfach mal mitten auf die linke Spur drauf fahren. Ich hasse sie einfach. Ich hasse sie einfach. Gut. Wie auch immer. Das wollte ich eigentlich vermeiden. Aber gut, ich gucke da jetzt nicht mehr hin, sonst kriege ich ja noch einen Anfall. Okay, also das hier finden wir eigentlich ganz gut, denke ich. Dann... Was ist denn das? Muss das wirklich sein, dass diese türkise LKW-Linie hier unbedingt nochmal auf die Hauptstraße drauf fährt? Muss das wirklich sein? Das muss doch nicht sein, sowas. Also ich hasse es ja nicht. Das sind vielleicht alles Trottel hier. So. Also so. Die müssen da nicht unbedingt drauf fahren. So. Okay, jetzt haben wir da noch diese pinke Linie. Was macht die? Ausgezeichnete Frage. Was macht die? Waren. Die bringt Waren, oder was? Ah ja, die bringt Waren vom Flughafen. Was? Waren vom Flughafen? Tatsache. Die bringt Waren vom Flughafen. Niemand versteht es so richtig, warum und was und wie. Wo die herkommen. Doch, die kommen aus Francisco, hier. Ja, die kommen aus Francisco. Da wollen wir gar nicht erst hingucken, weil da ist Großschadenslage. Ja, da passiert im Prinzip gar nichts. Das ist völlig hinüber und da will ich mich eigentlich gar nicht... Da will ich mich eigentlich überhaupt gar nicht erst dran setzen. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Mal ist frei, mal ist wieder Stau. Und da muss ich mich wirklich mal in einer ruhigen Minute hinsetzen und dann ist wahrscheinlich später wieder Stau. Reinste Katastrophe. Gut, da gucken wir nicht hin. Das ignorieren wir. Wir konzentrieren uns hier drauf. Und ansonsten habe ich mir aufgeschrieben für heute Güter, Güter, Güter. Güter machen, auf jeden Fall. Und heute Nacht habe ich geträumt, wir sollten vielleicht hier nicht mehr so viel mit Flugzeugen machen. Es geht eigentlich gerade. Es ist also nicht komplett überfüllt. Aber vielleicht sollten wir diese ganzen Warengeschichten hier, also Maschinenteile und Werkzeuge, nicht mit Flugzeugen wegbringen, sondern doch mit dem Zug. Das hat, glaube ich, der Andreas hier, der Bürgermeister aus Andyville, auch schon vorgeschlagen, dass wir da hier einen Zug draufsetzen, der das darüber bringt. Also im Prinzip ist die Strecke die gleiche. Wobei... Also die Flugzeuge kommen hier an... Oh meine Güte, was ist hier los? Die Jacqueline hat hier wahnsinnig viel zu tun. Und macht auch wahnsinnig schöne Gewinne. Ja, toll. Ja, die Flugzeuge kommen hier an. Und bringen es dann hier rüber nach New Bomi. Oh, da ist aber auch einiges los. Okay, wir gucken gleich danach.
Und da werden sie dann weiter verteilt, wohin auch immer. Teilweise gehen sie dann sowieso hier runter auf, na, auf so ein Güter, genau, auf die Güteraustauschlinie. Diese Braune hier werden hier hingebracht. Was heißt teilweise? Anscheinend werden sogar die meisten davon darüber gebracht. Ist ja interessant. Von daher wäre es gar nicht so schlecht, wenn der Zug hier kommt und die Waren hier ablädt, entspannen uns diese Güteraustauschlinie vielleicht sogar. Teilweise. Zack, oh ja, was hast du denn hier? Ah, der ist voll beladen. Macht Verluste. Tatsächlich. Ja, der ist voll beladen. Der bringt also die ganzen Güter von hier darunter. Tatsächlich brauchen wir hier bloß ein paar wenige Maschinenteile und ein paar wenige Werkzeuge. Ja gut, so wenige sind es gar nicht. Aber auf jeden Fall, was ich sagen will, es ist kein Problem, wenn die Sachen direkt hier ankommen. Sie werden dann auch darüber gebracht, aber wir können sie auch locker hier hinbringen. Was ein bisschen schade wäre, ist, dass unsere Jacqueline da nicht mehr so viel zu tun hat hier. Ist sie gerade hier? Ja. Die schafft es ja gerade, all diese riesigen, vielen Waren darüber zu bringen. Die müsste dann ein bisschen verkürzen. Die hätte dann nicht mehr ganz so viel zu tun. Aber wir können das eigentlich machen. Oh. Du meine Güte, liegt da viel an Ziegelzeugs rum. Das läuft schon über. 600 Ziegel liegen hier rum. Okay, wir müssen schnell gucken, dass wir da ein bisschen mehr Speicherplatz haben hier im Bahnhof. So, gut. Da kommt er gerade, unsere Angelina Jolie. Moment mal! Die Angelina Jolie kommt gerade, die hat aber bloß 280 Kapazität. Ist aber schon recht wenig. Ich denke, wir machen das jetzt mal so, dass wir die Dame verlängern. Hat die eine ordentliche Lok da vorne? Ja, die hat eine ordentliche Lok, die zieht. Wir verlängern die, so dass sie mehr Ziegel mitnehmen kann. Und wir verlängern sie um ein paar geschlossene Güterwaggons, so dass wir mal gucken können, wie das ist, wenn wir die Waren hier direkt herbringen. So, kommen Sie her, Madame. 300 Meter lang ist die. Ja, da müssten wir eigentlich noch ein bisschen was... Ich weiß nicht, wie lang der Bahnhof ist. Oh! Ja, so sehr viel verlängern kann man die gar nicht hier. Ja, ein paar Waggons gehen noch drauf, aber es ist nicht viel. So, vier, na weniger als vier, drei Waggons, glaube ich, gehen noch drauf. Ja, ach, so ein Mist. Na gut, dann machen wir das anders. Wir verlängern sie um die Rungenwägen. So, mal gucken, was sie jetzt macht. 340 Kapazität, aha. Eigentlich bräuchten wir noch eine davon. Es liegt immer noch viel zu viel hier. Wie machen wir das? Wir könnten noch eine zweite hier draufstellen. Oh, da liegt so wahnsinnig viel Zeug rum. Wo bleibt denn hier der Johnsonville-Zug da? Wo ist er denn? Bruce Willis. Der hat Werkzeug geladen? Ah, der soll alles Mögliche laden, aber der soll kein Werkzeug laden. Der soll, das ist doch bescheuert. Hier liegt doch Werkzeug. Der soll doch Werkzeug abholen. Ich gehe kaputt. Ja, keine Ahnung, irgendwie kriegt er ja Werkzeug ab, ich weiß nicht warum. Oh, du meine Güte, okay, das müssen wir uns mal anschauen hier. Irgendwie nimmt er in Johnsonville Werkzeug auf, wir haben das aber auch nicht verboten. Gut, er soll nichts laden, so, alles weg. Meine Güte. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig gemacht. Der soll nur von hier, von diesem Bahnhof hier, das Zeug da runterbringen. Kann man den noch ein bisschen länger machen, die Kollegen hier? Der hat eine Kapazität von 280, das ist auch wieder nicht so wirklich viel. Aber im Moment, für den Moment reicht es ziemlich perfekt. Nicht schlecht, okay. Ja, ein Zug, der jetzt hier Waren darüber bringt, liebe Leute. Hilft uns allerdings nicht weiter mit den Ziegeln, die hier rumliegen. Ja, liebe Leute, ich kann mich noch nicht so richtig durchringen, hier die Waren darüber zu bringen. Ich weiß nicht, was das alles dann implizieren würde, welche Änderungen es dadurch geben würde. Wir lassen es mal noch eben ein bisschen sacken und gucken mal nach New Bomi. Da stehen so viele Leute und wir wollten doch wissen, ob hier mittlerweile kein Stau mehr ist. Oh, apropos Stausituation, Honigblume. Kein Stau. Oh! Ha! Wie geil ist das denn? Ja, wir haben den Stau und Lass Honigblume komplett aufgelöst.
Liebe Leute, ist euch schon jemals mal sowas Blaues hier ins Gesicht gesprungen? Das gibt's doch nicht. Wahnsinn. Das ist ja aber. Ja, wir sind staufrei, liebe Leute. Das ist ja wirklich, wirklich, wirklich schön. Das kommt weg. Das ist wirklich schön. Ich hoffe, der Dirk ist, freut sich jetzt darüber. Das verbessert dir die Situation auch mit allem, natürlich. Honigblume. Oh. Oh, Honigblume ist eine große Stadt und kriegt so wenige Güter ab. Ist das zu glauben? Da ist ja auch noch viel, viel Bedarf hier. Also wirklich. Da kommt so wenig rein, dass es hier nicht mal die Prozentzahl erhöht teilweise. Oh Mann, okay. Gut, aber wir sind gerade hier und ich sehe, dass hier viele Leute an den Bussen stehen. Kreis B ist nicht so beliebt, Kreis A. Naja, macht ein bisschen Verluste, aber es geht einigermaßen. Das hier könnte man wohl vielleicht auch noch ein bisschen besser machen, oder? Was ist denn das hier? Wir sind jetzt wieder die falsche... Okay, so ist besser. Hier ist wieder so ein elendiges Mist... So eine elendige Mistkreuzung hier. Das, sowas wollen wir nicht mehr sehen. Also meine Güte, ernsthaft. Dass es sowas immer noch gibt. So, geh doch über den direkten Weg, bitte. So, schon gleich viel besser. Ja, hier stehen so viele Leute, die wohl alle hier... gute Frage. Wo wollen die hin? Ah! Okay, die meisten wollen hier zum Bahnhof rüberfahren. Okay. Ja, die fahren über diese dunklere Linie hier rüber. Ja, die wollen alle zum Bahnhof, ich verstehe. Ja, was machen wir da jetzt? Was machen wir mit dieser Stadt und ihren Buslinien? Also hier hinten steigt immer kaum jemand ein irgendwie und hier vorne... Naja, hier vorne ist immer voll, da kommen sie nicht weiter. Hier ist auch voll. Wir setzen jetzt mal auf beiden Kreisen mehr Busse ein. Okay. Gut, das haben wir gemacht. Ansonsten, die kriegen immer einen schönen Sprit ab hier. Aber hier Honigblume. Ja, was machen wir mit Honigblume? Da muss mehr Zeug ankommen. Es geht nicht anders. Wir brauchen hier mehr Maschinenteile, mehr Werkzeug, mehr Waren. Aber das geht ja nicht, dass hier gar nichts ankommt. Ich glaube, es hackt. Und hier ist jetzt wieder so wahnsinnig viel... Oh! Wahnsinnig viel an Ziegeln. Das sind ja mittlerweile auch zwei... Ah, das ist nur ein Zug. Okay. Das sind mittlerweile auch zwei Züge, die Ziegel daherbringen. Ja, stimmt. Wir haben hier einen zweiten Zug eingesetzt, der die Ziegel hier abholt aus San Patty Houston, DC. Da kommt gerade einer. Ist auch voll beladen. Also scheinbar schaffen die das hier. Wir kriegen hier so viele Ziegel über die drei Ziegelbrennereien, dass wir wirklich zwei Züge mit großer Kapazität, mit 500 Kapazität jeweils, vollballern können. Ist es zu fassen? Das heißt natürlich, wenn wir zweimal jeweils Züge haben, die hier Ziegel hinschaffen, dann müssen wir ja auch zwei Züge haben, die die abholen. Also das geht uns nicht anders. Wir werden das Ding jetzt zweigleisig ausbauen. Es ist eine Schnellfahrstrecke. Und da will ich nicht irgendwelche Ausweichgleise hin machen. Wir bauen es zweigleisig aus und ich denke, wir machen tatsächlich zumindest einen Zug hin, der hier die Waren hier abholt. Vielleicht schaffe es dadurch auch, dass Honigblume ein bisschen mehr abbekommt. Meine lieben Leute, ich habe gerade so lange hier irgendwas rumgebastelt, bis ich gar nicht mehr wusste, was ich machen wollte. Ich habe hier an diesem Bahnhof ein bisschen rumgebastelt und versucht, das ein bisschen besser zu verteilen. Es ist immer noch ja, katastrophal ein bisschen. Aber ja, also es ging ja eigentlich darum, dass wir hier auf diese gelbe Strecke hier zwei weitere Züge drauf sitzen. Und zwar einen weiteren Ziegelzug. Wo ist das Depot? Ist es auf der anderen Seite? Ja! Ja, wunderbar. Da kann man, glaube ich, gerade klonen hier. Dann haben wir einen wunderbaren Takt hier. Ist ja kein Depot. Tatsache. Unglaublich. Gut. Ist es der Geronimo hier? Nee, ist er nicht. Die Angelina Jolie ist das. Die klonen wir jetzt. Und hoffen, dass sie da rauskommt, wo sie rauskommen soll. So, wo sind sie? Ja. Das passt. Also, jetzt haben wir zwei Ziegelzüge. Die könnten vielleicht sogar ein bisschen lang sein, aber das werden wir dann sehen. Oh! Die Dame fährt ja völlig falsch hier. Ja, ich habe das ja eben zweigleisig gemacht und habe das noch nicht angepasst hier. So. Was? Hat keinen Saft.
Was? Oh. So, jetzt. Gut, fahren Sie. Wunderbar. Und eben noch einen weiteren Zug, der Güter abholt. Soll man das wirklich machen? Also, dieser Bahnhof hier ist ein bisschen eng. Deswegen habe ich da gerade noch ein bisschen rumgeschnitzelt. Es ist ja so, diese gelbe Linie fährt auf diese Linie hier drauf, die auch die Ziegel anbringt. Ich hatte keine Lust, den Bahnhof immer neu aufzubauen irgendwie. Und ich habe es nicht hinbekommen, den irgendwie auf ein Alternativgleis zu schicken. Wir hatten das schon mal vor vielen, vielen Folgen. Früher war ja noch eine Verbindung, ein Gleis hier hoch. Und es hat alles wunderbar funktioniert. Also ich konnte diesen gelben Zug sagen, fahr hier rein, so wie jetzt. Oder fahr hier rein. Also als Hauptanhaltspunkt. Das ging beides, aber es ging nicht, einen von beiden als Alternativpunkt zu machen, sozusagen. Das ging einfach nicht. Und deswegen habe ich es jetzt weggemacht. Und ja, jetzt fahren die halt hier auf dieses Gleis hier rein. Und ich habe gerade eingestellt, dass dieser Ziegelzug hier, wenn er schon warten muss, zumindest nicht hinter sich den Weg versperrt für andere Züge, die da auch noch vorbeifahren wollen. Der hat jetzt ja so eine Art Ausweichgleis hier. Also wenn er warten muss, dann wartet er hier auf seinem korallenfarbenen Gleis. Und der grüne Zug, das ist ein Passagierzug, der kann einfach vorbeirauschen. Ja, gut, ja, dann würde ich sagen, gehen wir das mal an und gucken, dass wir jetzt hier die Waren hier drauf fahren. Wir müssen halt gucken, dass wirklich eine gute Verbindung ist, so dass die Waren, von wo auch immer sie kommen, ich glaube, ja, sie kommen ja hier aus den Maschinenteilen, ne, landen am Bahnhof und dass sie darüber gebracht werden. Und wir müssen auch gucken, dass die Waren, die von hier kommen, also die wirklichen Waren, die echten Waren, die Pakete, dass sie vom Flughafen kommen und hier durchkommen und zum Bahnhof gelangen. Ja, wir bauen jetzt erstmal einen kleinen Güterzug auf und gucken mal, was daraus wird. Lasse den mal mit 100 Kapazität durch die Prärie fahren, würde ich sagen. Arnold Schwarzenegger hat wir, glaube ich, noch nicht, oder? Der erste. Neue Linie. Halt, stopp, gar nicht neue Linie. Gar nicht wahr, neue Linie. Den kann man doch einfach auf die gleiche Linie draufsetzen, die wir jetzt eh schon haben. So, wo ist er? Auf die Güter, Honigblume. Ein Liebe, genau. Das ist ja egal. Die haben jetzt zwar, ja, können jetzt unterschiedliche Sachen transportieren, es sind unterschiedliche Züge, aber die Strecke ist ja die gleiche und ich hoffe, das ist okay. Ja, jetzt würde ich halt doch einstellen, dass der auf dem Rückweg nicht auch noch irgendwas mitnimmt. So wie ich sie kenne, diese Trottel, die nehmen auf dem Rückweg irgendwas mit und das sollen sie natürlich nicht. Also, laden, nur Ziegel, nichts außer Ziegel. Genau, also auf dem Rückweg fährt er leer. Gut, ja, da bin ich mal gespannt, ob da Güter ankommen in Las Honigblumen und ob wir da noch ein bisschen was mehr reinbekommen, weil das ist ja wirklich peinlich hier. Gut, liebe Leute, da würde ich sagen, hören wir für heute mal auf. In Empolis haben wir zwar noch gar nichts gemacht. Ja, das sieht für den Ziegel mittlerweile auch ganz okay aus, aber auch da müssen wir eigentlich noch was machen. Aber das machen wir dann nächste Woche, liebe Leute. Macht's gut, bis dann. Tschüss.